gemeinsam mit unseren Zuschauern jetzt kennenlernen. Wir schauen mal kurz vorbei bei Christina Maria Brenner. Ich glaube schon, dass ich in gewisser Weise verträumt bin. Ich brauche einfach so eine Wohlfühlatmosphäre. In der Beziehung lebe ich nicht. Ich bin ein Single-Haushalt sozusagen. Aber in den letzten 4 Jahren hat mir nichts großartig gefehlt. Mit Singen angefangen habe ich eigentlich schon in meinem Elternhaus. Ganz normal in der 5. Klasse im Schulchor. Ich würde sehr, sehr gerne Musical-Showstar 2008 werden, ja. Weil es einfach mein Traum ist. Ich habe vieles auf mich genommen, bin von zu Hause weggegangen für die Ausbildung und habe da viele holprige Wege hinter mir. Dass ich dann damals gesagt habe, okay, ich kämpfe und ich möchte das wirklich, hat mir selber auch eigentlich gezeigt, dass das das Einzige ist, was ich möchte. Erinnerung, es kommt aus Cats. Hier ist Christina Maria Brenner. Christina Maria. Christina Maria, an dieser Stelle noch einmal für auch die Zuschauer gesagt, es ist live gesungen und für viele auch das erste Mal mit einem großen Orchester. Ich weiß nicht, wie oft du das schon in deinem Leben getan hast. Ich sagte ganz ehrlich, ich bin ein Riesenfan von dir, das weißt du schon seit der ersten Stunde. Du kannst wahnsinnig berühren, das hast du am Anfang des Liedes gerade nicht getan, bist aber eine Kämpferin und hast am Ende die Kurve gekriegt. Das ist einer der schwierigsten Titel. Ich weiß, du kannst besser. Es war heute nicht deine Glanzleistung, aber ich weiß, dass du besser kannst. Sorry. Christinchen, viele Menschen haben dieses Lied gesungen, viele Frauen.
Und ich kann nur sagen, deine Sehnsucht, die du da reingepackt hast, die hat mich ganz besonders getroffen. Von allen Versionen, die ich eigentlich kenne. Muss ich dir sagen, und ich finde, das ist das, was du eigentlich wolltest. Dass du an die Nerven der Menschen mit dieser Sehnsuchtsberührungsmöglichkeit rankommst, mit dieser schönen Stimme. Danke. Danke schön. Christina, abgesehen davon, was Uwe schon eingangs erwähnt hat, dass du gekämpft hast am Anfang. Das waren die Nerven, das gehört aber zum Beruf. Bekomme sie in den Griff. Fasziniert mich bei dir am meisten, dass du dir deine Songs zu eigen machst. Du weißt, was du tust, denn du suchst dir deinen eigenen Rhythmus. Du weißt das Orchester hinter dir und kannst daher auch so ein wenig laid back, wie man sagt, bei uns singen. Das heißt, du kommst schon richtig an, du suchst dir nur deinen Zeitpunkt. Das ist ziemlich weit für da, wo du stehst im Beruf. Und das mag ich sehr. Bleib da dran und danke für das Risiko, das du gleich am Anfang genommen hast. Das gehört dazu. Dankeschön. Was war denn das gerade? Hast du einen Sonderzug engagiert oder wechseln dir nach jedem Kandidaten die Hemden da? Das sind meine Bremer und da hinten sind meine Freusburger. Die beiden Heimaten sozusagen. Deine beiden Heimaten, ja. Also da hast du einen großen Fanclub. Ich hoffe, der ist bei den Zuschauern genauso groß. Hast du dich gut gefühlt? Ich habe es natürlich nicht gemerkt, dass du am Anfang da nicht so genau drauf lagst. Hast du es auch gemerkt? Ja, natürlich. Also ich kenne mich ja. Ich glaube, man selber kennt sich ja am besten und natürlich kann man immer noch mehr und möchte noch mehr geben, aber ich habe es trotzdem sehr genossen. Das hat man dir angesehen und ich glaube, unsere Zuschauer sehen das genauso. Deine Telefonnummer ist die 0137 96 50, die sage ich jetzt nicht jedes Mal dazu, sondern logischerweise die 02 für Christina Maria Brenner. Rennen Sie noch nicht raus, es sind noch keine Telefone geschaltet, aber merken Sie sich Kandidaten und Nummer.